Und darf Bob auch mit rein? Bob ist jetzt. Guck mal, wer Bob ist. Der Flamingo! Hey Leute, ich bin Ava und willkommen bei Alles Ava. Ich dachte, vielleicht können wir heute zusammen eine Höhle bauen und dann bis um 3 Uhr nachts warten und dann gucken, was in dieser Höhle passiert. Aber würde ich jetzt erstmal sagen, bevor wir anfangen, haben wir noch den Chat, wo ich schaffe, diesen meinen Kanal zu abonnieren. Und jetzt sehe ich euch sagen, 1, 2, 3, vorbei. Habt ihr es geschafft? Hoffentlich. Und jetzt fangen wir mal an. Und nicht vergessen, am Ende des Videos kommt noch ein geheimes Wort. Und in Mitte des Videos, oh, anders, also dieses Mal in der Mitte vom Video kommen die Shoutouts. So, gut. Also, wir werden dann hier so die kleine Höhle machen. Ich denke, wir werden dann hier diesen Sessel ein bisschen schieben. Dann haben wir noch ganz viele Decken und ich denke, werden wir dann da reinklemmen. Ja, also würde ich mal sagen, fangen wir einfach mal an. So, die Mama wird auch in diesem Video drin sein und bitte ignoriert es da hinten. Ich habe vergessen, da aufzuräumen. Ist ja hier mein Spielzimmer. So, also brauche ich hier erstmal einen Platz. Also werden wir dann erstmal die Felder hier zur Seite räumen. Und wie gesagt, fangen wir an. Okay, räumst du die Teppiche weg? Oh Mann, bin ich jetzt müde. Oh, sorry, ich brauche jetzt 200 Stunden. Soll ich jetzt die schwere Arbeit für dich machen? Ich halte schon die Kamera. Weißt du was, du musst die Arbeit machen und ich halte die Kamera. Okay, typisch, fine. Ne? Fine. So, Mach richtig viel Platz, wenn wir beide da reinpassen wollen. Du kannst ruhig noch ein bisschen mehr Platz machen. Ich bin schon richtig gespannt, was so 3 Uhr nachts in der Höhle passieren wird. Was denkt ihr eigentlich? Ich bin schon mal richtig, richtig gespannt. Wart ihr eigentlich schon mal nachts um 3 Uhr in der Höhle? Also ich schon mal nicht. Warst du schon mal nachts um 3 Uhr in der Höhle? Aber ich bin auch tierisch gespannt, was nachts um 3 in so einer Höhle passiert. Na denn? Also ich denke, wir brauchen Decken, Karton. Ich glaube, wir haben einen Karton weggeschmissen. Wir müssen das mit Decken machen. Decken. Und wir brauchen hier auf dem Fußboden so eine Kuschelecke, oder? Nicht diese Decke. Nein, so Decken. Solche Decken. Kommt mit, erstmal besorgen wir die Decke. Und Mann, ist das breit. Wir haben so richtig, richtig lange Decken. So, also das sind so 3 Decken. Ich hole die jetzt erst für alle raus. Die sind richtig lang. So. Da sind auch Kostüme von anderen Videos drin. Wow. So. Guck mal, so wie du es vorne reinmachst, fällt es hinten wieder raus. Ich glaube, wir brauchen gar kein 3 Uhr nachts, damit was Unheimliches passiert. Das passiert schon von ganz allein. So. Ich mach's hier. Das sieht echt gut aus, Avi. Guck mal. Ich gehe mal ein Stück zurück. Das ist schon mal eine riesengroße Höhle. Wir werden es jetzt hier drin so richtig, richtig gemütlich machen. Ich mache hier erstmal schon mal hier nach hoch, damit man es auch sehen kann, wie es wir da unten machen. So, gut. Also, jetzt haben wir hier eine riesen Tür. Ist dann echt cool. Ich kann schon so meine Arme machen. Da passe ich auch rein. Da hast du eine richtig cool große Höhle gemacht. Da können so 3 Leute reinpassen. So, dann fangen wir mal an. Ich hole erstmal diesen Feldteppich, der ist richtig groß. So, den legen wir mal hier rein. Der ist auch noch so ein Rechteck, also passt es hier super rein. So, also jetzt haben wir hier einen kuscheligen Boden. So. Holen wir mal noch eine Decke. Und zwar diese Decke. Ich würde verstehen, wenn Geister oder so kommen würden. Ich meine, die wollen bestimmt hier auch chillen, weil es dann so gemütlich ist. Genau, das sieht doch wunderschön aus. Und darf Bob auch mit rein? Bob ist jetzt. Guck mal, wer Bob ist. Der Flamingo! Bob, der ständig umfallende Flamingo, und sollten wir dazu sagen. Mit Bein. Ja, ein Bein ist irgendwie durchgebrochen oder so. Ja, der arme Bob hat sein Bein gebrochen. Bist du Rechtshänder?
Was denkst du denn? Okay, gut, du bist Rechtshänder. Du weißt, ich bin Rechtshänder. Ich hab nur so gefragt. Weil, okay, gut, aber wir sind beide Rechtshänder. Ich hatte ja schon gesagt, wenn du Linkshänder wärst, bist du aber gar nicht. Würdest du linke Seite nehmen, nicht rechte? Ich nehm rechts. Bob, passt auf, dass keiner hier reingeht. Außer uns. Wir haben jetzt hier eine Taschenlampe, damit wir hier alles sehen können. Sehr gut. Ja, später wird es ja richtig dunkel sein. Dann ist im Prinzip unser Licht. Genau. Ich glaube, diese Lichterkette wäre dann auch noch so cool. Haben wir noch etwas Licht. Ich stottere. Okay, sehr schön. Dann mache ich die Taschenlampe da. Wir brauchen echt noch Deko. Mama? Ja? Steh mal auf. Warum? Ich brauche die Sorge für Deko. Habe ich mich gerade hingesetzt? Soll ich aufstehen? Och Mann, ich dachte, ich hätte jetzt den perfekten Filmplatz hier bekommen. Jetzt ein bisschen Hocker-Deko. Ich würde nicht empfehlen, auf dem Hocker zu sitzen. Ist dafür die Höhle nicht hoch genug? Ja, aber das ist okay. So, ich dekoriere es jetzt fertig. Und dann nachts um 3 werde ich das eine echt coole Höhlen-Room-Tour machen. Yay! Ich freue mich schon richtig, das euch zu zeigen. Aber erstmal machen wir die Shoutouts. Das Insta-Shoutout geht an Kira _6F. Hallo Kira! Und das YouTube-Shoutout geht an Barbara Zürcher. Du hast gesagt, du heißt Celine. Also, hallo Celine! So, also jetzt werden wir erstmal warten, bis es 3 Uhr nachts ist. Ich habe mir jetzt den Wecker um 3 Uhr nachts gestellt. So, also das ist schon eine lange Zeit. Also werde ich dann noch ein bisschen erledigen. Und wir sehen uns dann um 3 Uhr nachts. So, es ist jetzt Schlafenszeit. Ich werde hier unten schlafen, weil es rentiert sich nicht nach oben zu gehen. Es ist schon echt dunkel draußen und schon die Rolle schon gemacht. Und ja, dann schlafe ich jetzt erstmal. Oh. Ah. Um 3 Uhr nachts, ey. Ich bin immer so gespannt, was nachts um 3. Warte mal. Ich muss mich erstmal ein bisschen retten. Passiert. Mama sollte jetzt jeden Moment kommen, weil sie hat sich auch einen Wecker gestellt und. Ich denke, während ich auf Mama warte, gehe ich erstmal in die Höhle. So. Hi, ich hab's auch runtergeschafft. Yay! Hast du es dir da gemütlich gemacht? Ja. Bist du gut wach geworden? Geht so. Geht so. Ich bin gar nicht eingeschlafen, muss ich sagen. Ich habe nur da gelegen und habe gewartet, bis es endlich 3 Uhr nachts ist. Oh Gott, ich hasse das so, mitten in der Nacht aufzustehen. So, wir haben ja versprochen, dass wir jetzt die Roomtour machen, also das machen wir jetzt. So, wo fangen wir an? Also, ich würde mal sagen, hier ist so die Kuschelecke. Da setzt man sich hin. So ein Kissen, dann kann man hier die Füße drauflegen. Dann habe ich nochmal eine Polaroid-Kamera und dann noch mein Faultier. So, dann hier sieht man nicht so gut, aber da ist eine kleine süße Ecke. Da steht dann so Love mit ein bisschen Licht. Die Ananas ist echt spitz da und dann mit so einem kleinen Blumengras-Ding. Ich weiß nicht, wie man das nennen würde. Hier haben wir unseren Tisch oder. Und wenn man die Füße drauflegen will, kann man es auch tun. Also ist echt praktisch, wenn man vielleicht Essen mit reinnimmt. Wegen dem Grund kann man da essen. Hier ist so die kleine Kuschelecke. Wenn man jetzt den Tisch wegmachen will, hat man hier so eine Kuschelecke. Und da ist dann auch Beleuchtung. Finde ich echt süß. Mit so Pompons. Haben wir hier noch so ein kleines Kissen. Das finde ich auch richtig gut. Also da ist die Kuschelecke. Kuschelecke Nummer 2. Schöne Ecke. Tisch. Die ist echt super cool geworden, diese Höhle. Aber jetzt wollen wir wirklich mal sehen, ob um Nacht um 3 wirklich was passiert. Was würde ich denn jetzt machen? Vielleicht kuschle ich jetzt mich einfach hin mit meinem Faultier und hoffe, schlafe ich halt nie. Das mache ich. Ja, Evi, ich weiß auch nicht. Bist du auch mit dran? Ja, wenn du mir Platz machst. Ich bin jetzt hier auch drin, aber guck mal. Ich bin so groß. Mir hängt das Ding auf dem Kopf. Also das ist eher eine Kinderhöhle. Och, meine Haare. Als eine Erwachsenenhöhle. Wenigstens sehen sie jetzt echt cool aus. Also ich muss dir sagen, da unten so zu liegen, ist irgendwie...
fühle mich echt unbequem. Warte mal, Mama, das Licht ist ausgegangen. Oh nein. Halt mich. Ich halte dich fest, Engelchen. Warum geht denn immer bei uns nachts das Licht aus? Oh Mann. Wie ist sie dann? Ja, ach, oh, was ein Glück. Also ich würde sagen, ich lasse dich hier auch jetzt nicht alleine, oder? Was könnten wir denn jetzt mal machen? Vielleicht Kartenspiel? Haben wir nichts mit reingenommen, gell? Mami, ja. Eine Idee. Na? Wie wär's, wir machen einfach mal ein Bild. Oh, das ist ja eine gute Idee. Ne? Kein Film. Oh. Doch. Oh, hoffentlich sieht's jetzt gut aus. Oh, geil. Das wird jetzt bizarr. Okay, zeig mal. Jetzt ist es erstmal nur weiß, ne? Dreh mal rum. Okay, jetzt wollen wir mal warten, bis sich das entwickelt und hoffen, dass das Licht dazwischen nicht wieder ausgeht. Aber es scheint jetzt sehr stabil, ne? Wir warten und dann zeigen wir euch das Bild. Ob man schon was sieht? Also... Oh, guck mal, ich bin ja kaum drauf, aber... Baby? Hm? Guck mal. Oh, warte, das ist ja ein Besen, was? Da ist ein Besen? Warum denn Besen? Also... Aber da ist überhaupt gar kein Besen. Okay, gut, vielleicht... habe ich das Gehirn von einem Goldfisch, aber ich kann mir merken, dass da kein Besen war, als wir das Bild gemacht haben. Das ist also zu seltsam, Ivy. Faulos, Faulos da hinten, der drückt was. Seit wann wurde Faulo hart? Ey, bitte! Was ist das denn? Ist das ein Spiel? Hast du mit dem Spiel hier mit reingenommen? Das kann ich gar nicht. Nein, hab ich nicht. Hexter Hexenbesen. Hexe Bibi mit einem Besen. Warte. Das ist ja genau so ein Besen. Ist das Kartoffelbrei? Warte. Das bedeutet, war Hexe Bibi hier? Weißt du was? Legt es einfach mal wieder da hinten hin. Vielleicht verschwindet es auch von alleine wieder. Tu mal, Paolo. Genau, kuschel den mal. Bob hat seinen Job sehr schlecht gemacht. Ja, Bob ist auch hier hinten. Seht ihr ihn? Der ist umgekippt. Er sollte ja aufpassen, dass keiner hier reingeht. Ja. Außer uns. Oh Mann, ich muss mich hier erstmal ausstrecken. Was ist das? Denn? Ey, wie, das ist doch die Hexenkugel, die du hattest, als du dich in die Tina von Bibi und Tina verwandelt hast. Warte mal, ich guck hier nochmal rein. War das schon da? Nee. Ach du Gott. Was ist das denn? Mysteria-Brief, oder? Wie weiß denn die Mysteria, dass wir ein 3 Uhr nachts Video filmen? Ava, du hast es bestimmt schon erraten. Verwandle dich im nächsten Video in Bibi von Bibi und Tina. Einmal hast du dich in Tina verwandelt, aber ich wollte lieber Bibi sehen. Mysteria, die schwarze Fee. Ach, du meine. Das ist ja seltsam. Das verstehe ich gar nicht. Als du dich in Tina verwandelt hast, das war doch voll cool. Das hat doch auch richtig Spaß gemacht. Ja, da bin ich auch geflogen. Das wollte ich schon immer mal machen. Und vor allem war da Mysteria überhaupt nicht da. Ja. Naja, es gibt ja Schlimmeres, ne? Eigentlich ist das ja ziemlich cool. Das ist eine ziemlich coole Aufgabe. Mhm. Und jetzt, was wirklich Schlimmes passiert, ist ja auch nicht. War nur ein bisschen seltsam alles. Aber wir müssen erst was sagen. Das ist nicht echt. Nee, das ist natürlich alles nur gespielt. Wartet, wir zeigen euch mal. Oh, das echte Bild. Wir mussten übrigens ganz viele machen, bis es endlich geklappt hat. Dann ist mal der Film leer gegangen. Ja, oh Gott. Aber, also, bei uns, ihr wisst ja, wir lösen das immer am Ende auf. Aber das macht halt so viel Spaß. Ja. So 3 Uhr nachts Videos zu filmen, das ist natürlich auch nicht 3 Uhr nachts, Ava. Das ist mittags. Nein, das ist 8 Uhr abends. Ja, das ist 8 Uhr abends. Nicht ganz mittags. Auf jeden Fall ist das immer ganz cool. Aber ich würde trotzdem sagen, du verwandelst dich im nächsten Video in... Bibi! Yay, da könnt ihr euch schon mal freuen. Ich kann endlich mich wieder gerade hinsetzen. Ich krieg schon Nackenstarre darunter. Dann danken wir euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spannung hier im Video
Und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Mua. Ciao. Ciao. Leute, ich hätte fast das geheime Wort vergessen. Und das geheime Wort ist Hexe. Wenn ihr es jetzt gehört habt, dann schreibt es unter meinen letzten Community-Post. Dann weiß ich, ihr habt so weit ins Video geschafft.